Herzlich willkommen, liebe YouTube-Nutzer, heute Abend. Wie folgt möchte ich euch den Zyma X6 Quadrocopter vorstellen. Ja, ihr seht ja, meiner ist leider ein bisschen benutzt. Ich habe ihn seit Weihnachten mal sehr ausgiebig ausgetestet. Hier oben sollte eigentlich mal ein Fach drauf, was ich mit doppelseitigem Klebeband anbringen wollte. Genau genommen eine Art Halterung für einen zusätzlichen Akku. Naja, es gab ja Probleme mit dem Schwerpunkt. Ich sehe jetzt von diesem Projekt ein bisschen jetzt ab. Ich habe hier vorne noch eine Halterung für meine Mobius-Kamera, mit der ich hier gerade dieses Video erstelle, angebracht. Seine Action-Kamera kostet 80, ja, mehr so 70 Euro für die Version mit Weitwinkelobjektiv. Und wenn wir das richtig hier, wie ich man mache, doppelseitiges Klebeband nehmen, um den Klettverschluss, der da mitgeliefert kommt, dran zu bringen. Die Mobius Action Kamera kommt mit einem Klettverschluss. Bringt ihr die Unterseite des Klettverschlusses mit doppelseitigem Klebeband an und die andere Seite des Klettverschlusses an der Halterung wieder mit doppelseitigem Klebeband und Isolierband. Ganz an den Seiten wieder mit Klebeband, Isolierband und so weiter fixieren, damit die Halterung bombenfest sitzt. Vielleicht kann ich das irgendwie mal demonstrieren. Ja, die geht nicht einfach runter. Im Sturz hält die jetzt. Aber mir ist schon mal eine Kamera letztens abgefallen. Muss ich dann fixen. Leider habe ich das Teil ein bisschen zu oft im Haus probiert. Sollte man besser nicht machen. Das Teil ist groß. Ihr kommt damit schnell an Leuchtern, an Decken, an Stühlen und so weiter. Dann brechen euch, wie bei mir hier, die schöne Styropor durch. Und auch wenn ihr versucht, das zu fixen mit Isoband, ihr habt nachher eurige Styroporwände. Nicht gut. Ich kann so viel Isolierband nehmen, wie man will. Jetzt kommt der interessante Teil, den ich gemodelt habe, abgesehen von der Halterung. Die Halterung habe ich übrigens an die Vorderseite so angebracht, damit halt die Kamera quasi schräg herunterfilmt. So man Videos erstellen kann, ohne dass Teil des Gehäuses drauf sind. Im Grunde ist genommen die Vorderspitze, die Spitze hier von der Seite aus hier, die so zuläuft, mit dem Super Chip-Aufdruck hier vorne, das ist die Vorderseite, die dort auf diese Schräge, die ihr dort sehen könnt, die Halterung montiert. Erst dann ist die einzige Stelle, wo halt die Mobius-Kamera perfekt quasi schräg nach unten filmen kann, ohne dass irgendwas vom Teil des Fliegers, des Quadrocopters im Bild ist. Liegt ja am Weitwinkelobjektiv, sonst habt ihr ja, ihr habt ja ein riesiges Bildfläche, oder vielmehr, naja, Field of View, den ihr gucken könnt. Jetzt sind die interessanten Mods, die ich angebracht habe, auf der Unterseite. Habt ihr einen Standard 850 mAh, 7,4 Volt Akku. Lithium-Ionen-Akku, der dran ist. Ist hier ganz normal drin, wie es sich gehört, Standard mäßig. Und ich habe noch einen zweiten gekauft, aber kein Original, sondern war ein Ausverkauf. Da habe ich einen 1500 mAh, 7,4 Volt Lithium-Ionen-Akku bestellt. Der geht genauso gut, der geht richtig gut. Hätte noch länger. Ja, und da habe ich hier einfach in eine Mulde, ein bisschen reingerückt, eine Styropormulde, mit einer Kabelstrapse fixiert. Natürlich hier ein kleiner Erschütterungsschutz, weil Lithium-Ionen sind ja ein bisschen empfindlich. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen, naja, auch provisorisch aus. Ich hätte noch ein paar andere Systeme probiert auf dem Kopf, aber hier gab es Probleme mit Aerodynamik. Abgesehen davon war da alles zu schwer. Und so klappt das irgendwie mit dem Schwerpunkt. Gleicht sich quasi mit dem Mobius aus. Vorne ist der Mobius, drückt den mit über 40 Gramm quasi runter. Und hier hinten habe ich quasi ein Gegengewicht. In gewisser Weise, also mir funktioniert das dann gut. Ich kann mal gucken, ob ich es auf einer Hand balancieren lassen kann. Ja, man sieht hier, auf einer Hand bleibt es ausbalanciert. Und ist der Schwerpunkt gut. Also ohne den Zusatzakku werde ich jetzt zur rechten Seite kippen, weil mit der Mobius-Kamera drauf hier nach vorne. Gerät zu schwer. Das ist nicht gut. Für Flugeigenschaften. Ihr müsst das Gerät oft noch viel nachtrimmen. Weil das ist ein bisschen sehr grob eingestellt. Da muss man viel fein nachtrimmen, falls man sehr fein fliegen will. Und natürlich wirklich Outdoor fliegen. Also Indoor ist hier wirklich nicht gut bei der Größe. 56 cm breit kann das Teil werden. Jedenfalls das Tolle ist hier, der Akku, den ich gekauft habe, hat hier JST-Verbindungsstecker, die ich hier mit der Motorsteuerung, ihr seht sie hier, verbinden kann. Und ich kann auch ganz normal über das mitgelieferte Netzteil aufladen. Weil ich dann zwei Akkus kann ich dann, wenn einer leer ist, nach 8 Minuten austauschen.
So, jetzt gucken wir mal auf die Gaben hier. Die anderen Teile, die ich habe. Mein Batterieladegerät. Ja. Schuko-Stecker hier und hier. Ladegerät für meine Lithium-Ionen. G1A. Hier eine typische WLAN-Antenne. Ja. Kennt sich ja sowas von WLAN-Router. Dann bald ein Mod, in dem ich die Originalfernbedienung verändern will. Öffne das Gehäuse. Tausche dann halt oben den, ja, Antenne aus. Macht auch interne Mods und tausche da ein paar, naja, Verbindungskabel aus. Es gibt auf YouTube zu Syma X5C und X6 Modellen schon so Anleitungen. Könnt ihr schon mal ein bisschen reinlesen, wenn ihr wollt. Lust drauf habt. Und hier, ja, es gab es noch Mitliefer von meinem Händler. Fand ich richtig toll von ihm. Zu meinem Mobius. Ein Micro-USB-Kabel für Mobius mit geöffneten, ja, öffnet sich zu einer Zinsch-Ausgang. Genau, ein Bananenstecker. Könnt ihr Analog-TV anschließen oder halt direkt so ein Fatshark FPV-Set oder was auch immer, so FPV-Sets, um halt, ja, First-Person-View damit zu machen, kann ich quasi nachrichten. Habe ich dann bekommen von denen, danke nochmal vom Händler, richtig gut von dir. Ja, und eine Bedienungsanleitung. Ist nur auf Englisch dabei. Ein Schraubendreher und ein paar Rotoren-Bedienungsets. Ja, praktisch von denen. Ja, also... Fernbedienung ist noch nicht gemoddet, also vielmehr der hier, Sender meine ich. Transmitter, TX, noch nicht gemoddet. Kommt noch nach in den nächsten Tagen. Ich denke mal, ihr seht ja schon, ich habe das Video hier in dem Gebäude erstellt, in diesem Raum hier. An der Decke sind ein paar LED-Lampen. Das könnt ihr sehen, wie einigermaßen gut die Bildqualität hier ist, bei Full-HD-Aufnahme, 30 Frames pro Sekunde. Und ich nutze dieselbe Kamera, mit der ich das hier gerade filme, auch hier vorne. Das ist die Mobius zum Filmen, während ich das halt fliegen lasse. Die nächsten Tage werde ich da vielleicht wahrscheinlich noch Videos online stellen. Könnt ihr euch vorstellen, was für Bildqualität es dann gibt, wenn man dann damit fliegt. Ja, und Luftaufnahme. Ja, ich komme auch schon schnell zum Ende. War jetzt schon mal das Wichtigste. Und in den nächsten Tagen kommen noch Updates. Ciao, Leute.